Peter Wagner ist zurück. Etwa 50 Wandergesellen aus ganz Deutschland bringen ihn nach Hause. Mit dem sogenannten Spinnermarsch ziehen die Gesellen am Saarufer in Saarburg ein. In seiner Heimat wartet ungeduldig Peters Familie sowie alte Freunde und Bekannte. Sie alle wollen ihn nach so langer Zeit endlich wieder in die Arme nehmen. Die letzten 50 Meter muss Peter Wagner alleine gehen, so sieht es der Brauch vor. Nach 4,5 Jahren trifft er seine Eltern wieder. Als seine Mutter ihn das letzte Mal in Saarburg gesehen hat, war er noch ein Junge. Zurückgekommen ist er als Mann. Erstmal körperlich, er ist gut auseinandergegangen. Ansonsten der Strahlermann wie immer. Und ich nehme an, selbstbewusster. Er hat die Welt gesehen, ganz allein. Ist er toll. Dem heimgekommenen Sohn ist der ganze Trubel fast schon zu viel. Ich bin daheim, ne? Das ist ja, all da, die ich vermisst habe. Ja, ist ja schon positiv, ne, wenn die alle kommen. Ist ja klar, ist eine schöne Begrüßung, ne? Mit Sack und Pack geht es nach Hause zum Elternhaus. Dort steigt die große Wiedersehensparty. Hier hat der Wandergeselle auch endlich Zeit, mit Freunden zu reden, denn es ist viel passiert. Das sind halt 4,5 Jahre, ne? Die fehlen. Ne? Kumpel hat geheiratet, einen guten. Die Nächsten, die haben ein Haus gekauft, die haben umgebaut, da ist der Vater gestorben oder sonst irgendwas. Das Leben geht weiter, auch ohne Wanderschaft. Zurück in der Heimat erzählt er seinen Freunden von der Welt. Peter Wagner war in Chile oder Namibia und arbeitete dort meist für mehrere Wochen. In einem kleinen Büchlein hat er alles festgehalten. Und das ist das Wanderbuch, das weist uns als Wandergesellen aus. Das sind 4,5 Jahre Wanderschaft. Wo ich gearbeitet habe, was ich gemacht habe, dass ich in Afrika ein Fachwerkhaus gebaut habe. Ich habe auch mal eine Kirche gebaut, das steht da drin. Und das ist natürlich meine Wanderzeit. Das heißt, ich kann da jederzeit nachgucken, wann war ich wo, was habe ich gemacht. Und auch meine Nachfahren können da nachgucken. Das ist einfach der Nachweis, dass ich auf Wanderschaft war. Die anderen Gesellen müssen bald wieder weiterziehen. Peter Wagner ist dagegen angekommen. Wie es für den Zimmermann-Gesellen nach der Walz weitergeht, das weiß er noch nicht. Jetzt will ich erstmal daheim sein und die Zeit genießen. Die Freunde, die Verwandtschaft, die alle hier rumsteht. Die anderen Gesellen, da sind ja Haufen dabei. Mit denen du auch viele Erinnerungen teilst, mit denen du viel erlebt hast. Und dann schauen wir mal die nächsten Tage, Wochen weiter. Ans Arbeiten will Peter Wagner an diesem Abend sowieso nicht denken. Erstmal ist Feiern angesagt, zu Hause in Saarburg. Prost.